Der Norden Europas, der Norden von Norwegen, Schweden und Finnland wird von menschenleeren Gegenden geprägt, sodass, wenn man da zum Beispiel mit dem Auto zum Nordkap fährt, der ein oder andere sich fragt, wie sieht es da überhaupt mit dem Tankstellennetzwerk aus? Und wenn du ein Elektroauto fährst, wird dich natürlich die Frage interessieren, wie viel Ladestationen findest du und wie sieht die Ladesituation dort oben aus? Auf der Suche nach dem nördlichsten Ultraschnelllader Norwegens habe ich knapp 2500 Kilometer im nördlichsten Teil Europas zurückgelegt und werde dir in diesem Video einen kleinen Einblick geben in die Ladeinfrastruktur. Und ich kann dir so viel verraten, du wirst überrascht sein, was dich dort oben erwartet. Hallo und herzlich willkommen zum E-Auto-Vlog, Beratung und Praxiswissen zur E-Mobilität für Elektroautofahrer und Interessierte. Herzlich willkommen in der nördlichsten Universitätsstadt Norwegens von Europa, hier in Hammerfest. Aber keine Angst, es geht hier nicht darum, die Kultur zu dokumentieren, sondern wir befinden uns hier an einer Elbil-Ladestation, an einer Elektroauto-Ladestation. Und ich bin natürlich mit meinem Tesla Model S 75 unterwegs. Unter anderem hier in der Finnmark, also sozusagen im nördlichsten Teil von Norwegen. Und hier hat Vattenfall über InCharge ganz viele Ladestationen aufgebaut. Teilweise sehr abgelegen, also nicht nur hier in Hammerfest, das ja der Zentralort der Gegend ist, sondern auch wirklich abgelegen. Ich muss mal schauen, welche wir uns davon alle angucken können. Ja, was haben diese Hurtiglader, also diese Ultraschnelllader für eine Ausstattung? Wir haben zum einen immer einen 50 kW Lader hier von ABB. Dann haben wir in der Mitte zweimal Typ 2 Ladestationen. Und links, da stehe ich jetzt, haben wir einmal einen 175 kW Lader für CCS. Und der CHAdeMO soll wohl um die 100 kW Ladeleistung haben. Ja, damit ich laden kann, brauche ich, weil ich ja noch einen alten Tesla habe, hier jetzt erstmal den Adapter. Den habe ich mir natürlich mitgebracht. Dann stecke ich den hier schon mal rein. Dann ist es so, dass man ganz normal hier eine RFID-Karte sich besorgen kann. Die habe ich mir jetzt in Deutschland schon besorgt. Und dann gucken wir mal, was hier so zu sehen ist. So, erstmal die Sprache umstellen auf Englisch. So, first select your output. Also zuerst CCS. Dann wird jetzt verbunden. Connect, okay, dann machen wir Start. So, RFID-Karte. Dann hat man die RFID-Karte davor und wird verifiziert. Das hört sich schon mal sehr gut an. Es klockt. Er bereitet das Auto vor zum Laden. Am Auto sieht man die blaue Lampe für die Kommunikation. Und sobald sie grün wird, ist die Ladung am Starten. Und tatsächlich funktioniert problemlos. Ja, diese Hurtiglader, also die HPC-Ladeinfrastruktur hier im Norden, das sind insgesamt 24 Standorte, sind sehr wertvoll. Ich weiß es aus eigener Erfahrung. Ich war nämlich 2017 hier mit dem BMW i3 mit der mittelgroßen Batterie, also 24 Ampere-Stunden. Und wir sind wirklich häufig auf der letzten Rille gefahren. Das heißt, wir mussten auf Campingplätzen laden oder an langsamen 11 kW bzw. 22 kW Ladesäulen. Und selbst heute mit dem Tesla gibt es hier also im Norden auch noch einige Flecken, wo es schwierig ist voranzukommen. Gerade so die Strecke vom nördlichsten Teil der Ostsee bis hin nach Norwegen, zum Beispiel Alta oder auch Kirkenes, wenn man in die Richtung fährt, also durch Finnland. Dort gibt es immer noch weiße Flecken und da komme ich selbst mit einer Reichweite von 350, 400 Kilometer nicht durch, ohne zwischendurch langsam zu laden.
Und diese Ultraschnellladestationen, die hier wirklich überall stehen, die bieten genau diese Abdeckung, die man als Elektroautofahrer insbesondere hier im hohen Norden dann auch braucht, um zügig voranzukommen. Also wirklich gut gemacht, Vattenfall mit In Charge hier in Norwegen. Die Suche nach dem nördlichsten HPC-Lader führt uns, wie sollte es anders sein, Richtung Nordkap. Auf dem Weg dorthin kommen wir bei einem alten Bekannten vorbei, und zwar bei Skydy. Dort gibt es nicht nur einen Supercharger, sondern auch einen HPC-Lader von Vattenfall In Charge. Nach einem kurzen Ladestopp am Tesla Supercharger geht es dann weiter nach Honningsvåg, dem Zentralort der Nordkap-Insel, wo ja vielleicht der nördlichste HPC-Lader Europas ist. Ich bin jetzt in Honningsvåg. Ihr seht hier im Hintergrund die Hurtigruten, die berühmte Fährlinie. Honningsvåg liegt 30 Kilometer südlich oder 30 Kilometer entfernt vom Nordkap, dem nördlichsten Punkt auf dem europäischen Festland, den man mit einem Auto erreichen kann und mittlerweile auch ganz entspannt mit dem Elektroauto. Denn auch hier in Honningsvåg am Hafen sieht man den Vattenfall In Charge Lader, den berühmten Triple Charger, einmal 175 kW CCS und 100 kW CHAdeMO, dann die zwei Typ 2 Lader in der Mitte und den Triple Charger 50 kW. Bisher war es so, ich kann das euch hier mal zeigen, konnte man nur im Scandic Hotel mit 7 kW laden. Wir haben damals, als wir 2017 hier mit dem BMW i3 zum Nordkap gefahren sind, sogar gar nicht dort geladen, sondern direkt auf dem Campingplatz über Schuko, sodass wir dann von hier wieder nach Skydy zurück konnten. Das hat damals sehr gut geklappt, aber jetzt ist es alles ganz entspannt, denn hier mitten im Zentrum von Honningsvåg am Hafen ist der Lader, der Hurtiglader von Vattenfall In Charge aufgebaut. Das heißt, mit jedem Elektroauto kommst du jetzt bequem zum Nordkap. Wir laden hier nicht, denn ganz in der Nähe ist ein Tesla Supercharger, an dem ich kostenlos laden kann. Insofern werde ich dort die Batterien füllen, damit wir wieder genug Energie haben, um zum Nordkap zu kommen, um über Nacht im Auto zu campen und dann morgen wieder weiterzufahren. Denn ich habe ein HPC-Lader entdeckt, der womöglich noch weiter nördlich als dieser hier in Honningsvåg ist. Es wird sich hier um ein paar Sekunden handeln. Ich muss die GPS-Position dann nochmal genau vergleichen. Aber es sieht so aus. Aber dazu mehr. Aber ich kann euch schon mal einen kleinen Ausblick geben. Ihr seht, da sind wir in Honningsvåg. Und hier Mehamn. Da möchte ich hin. Der müsste noch eine Idee weiter nördlich sein. Das heißt, wir fahren morgen dann hier und wieder da hoch, um den nördlichsten HPC-Lader zu besuchen. Auf geht's zum Tesla Supercharger. Ich bin hier in Honningsvåg bzw. einem Vorort von Honningsvåg, nur noch rund 30 Kilometer entfernt vom Nordkap, dem nördlichsten Punkt auf dem europäischen Festland, den man mit einem Auto erreichen kann. Hinter mir seht ihr den nördlichsten Supercharger. Merkwürdig. Selbst hier im absolut hohen Norden seht ihr, gibt es Ladesäulenblockierer. Hier haben wir also zum einen einen Norweger, der den Supercharger blockiert, und dann haben wir hier noch einen Litauer, der den Supercharger blockiert. Fairerweise muss man aber auch sagen, dass dieser Supercharger hier nicht extra ausgeschildert ist, nur für Elektroautos, nur für eine bestimmte Zeit. Das ist natürlich ärgerlich. Das heißt, wenn jetzt noch ein weiterer Tesla hier laden will, dann muss er warten. Allerdings befinden wir uns hier bei Rema
1000. Rema 1000 ist ein Supermarkt, der hier dann entsprechend natürlich auch viel Publikum anzieht und auch gut für die Ladepause dann nutzbar ist. Es war so, wie ich gedacht habe, die Leute waren nur kurz einkaufen, haben nicht gesehen, dass hier ein Supercharger ist und sie nicht parken durften. Jetzt sind wieder alle Supercharger frei. Man kann ganz normal hier das Auto laden. Der freundliche Mann hat einfach kurz umgeparkt und jetzt können wir dann auch loslegen und werden einfach bei Rema 1000 einkaufen. Viel mehr kann man hier sonst nicht machen. Bis ins Zentrum von Honningswag ist es eine ganze Ecke, aber so natürlich eine gute Möglichkeit, hier dann einzukaufen. Ich bin hier in Laxelf, mitten in der Finnmark, mal wieder vor einem Schnelllader von Vattenfall bzw. InCharge. Und wir haben hier gerade im Tesla Model S unsere Frühstückspause verbracht und das Auto aufgeladen. Die Ladestation ist hier so auf der Rückseite der Circle K Tankstelle. Wir sind hier sozusagen auf dem Hinterhof gelandet, wie man das so als Elektroautofahrer der ersten Generation kennt. Man wird dann immer so ein bisschen in die Ecke gedrängt bzw. abgestellt. Aber ich will mich nicht beschweren, denn diese Ladestation hier oben macht es für uns überhaupt möglich, so wie wir reisen, zu fahren, nämlich mit dem Tesla und zusätzlich, dass wir dann auch noch im Auto übernachten können, denn da brauchen wir so ungefähr bis zu 2% pro Stunde. Das heißt, wir haben jetzt auf dem Campingplatz gerade übernachtet, mittlerweile schon bis 90% geladen. Das geht immer relativ schnell, wenn man immer noch was extra macht. Also eine gute Stunde laden wir hier, frühstücken, ein bisschen was zusammentüdeln. Jetzt zeige ich euch mal, was es so Besonderes hat hier an der Situation mit den Ultraschnellladern in der Finnmark. Dann zeige ich euch mal, was wir heute vorhaben. Wir sind hier in Laxelf und wollen über Ifjord nach Menham. Da oben gibt es einen interessanten Leuchtturm, den wir uns noch anschauen wollen. Und wir wollen natürlich zum nördlichsten HPC-Lader auf dem europäischen Festland. Und der müsste in Menham sein. Also, insofern geht es jetzt erstmal die Tour dahin. Dauert hier dann 3 Stunden, 3 Minuten, die 224 Kilometer. Wir haben mittlerweile am Ziel prognostiziert 21%. Als nächstes wollen wir dann über Ifjord zurückfahren nach Varangerbotten. Das ist der nordöstlichste Supercharger hier auf dem europäischen Festland. Und dann geht es noch weiter nach Vardö. Und hier überall, ich kann euch das nochmal auf der anderen Karte zeigen von Vattenfall, sind Schnelllader von Vattenfall. Also Ifjord, das heißt von Meham, nach Ifjord fahren wir, dort werden wir laden, dann werden wir hier irgendwo dazwischen übernachten. Und dann wird wieder aufgeladen in Varangerbotten, dann fahren wir nach Vardö, dann wieder zurück, dann nach Kirkenes und dann geht's in den Süden. Und diese ganze Tour hier im Nordosten ist eben durch das Ladenetzwerk überhaupt möglich, mit der Möglichkeit dann auch im Auto zu campen, denn so ganz knapp würde man hier dann auch noch mit dem Tesla Supercharger Netzwerk hinkommen oder mit Typ 2 Ladestationen. Denn gestern sind wir hier von Skaidi über Olderfjord zum Nordkap, also in Honningsvåg haben wir geladen, dann wieder zurück über Olderfjord und hier haben wir auf dem Campingplatz übernachtet, ganz in der Nähe von Laxelf. Und bisher konnten wir eben halt diesen Norden nicht so gut mit Elektroautos befahren, weil die Ladeinfrastruktur nicht vorhanden war. Also nochmal vielen Dank an den Ausbau der Ladeinfrastruktur. Zumindest hier oben ist alles super. Interessant wird dann die Strecke hier von Kirkenes nach, na wo bist du, Rovaniemi, da. Na denn da in dem Bereich, das sind glaube ich um die 600 Kilometer, gibt es keinen Schnelllader und dementsprechend müssen wir dann schauen, wie wir mit 22 kW klarkommen. Ja, soweit zur zukünftigen Planung. Jetzt geht es erstmal an den nördlichsten HPC-Lader nach Meham. Thank you.
Ich bin jetzt hier in Mehan und das ist tatsächlich der nördlichste HPC-Lader auf dem europäischen Festland. Das heißt, wir sind hier jetzt bei 71 Grad 4 Minuten und in Honigswag lag der HPC-Lader bei 71 Grad. Das heißt, 4 Minuten mehr nördlich. Und ich sag euch, die Strecke hierher war wirklich beeindruckend. Wir sind fast 90 Kilometer nur durch die Wildnis, durch die menschenleeren natürlich und auch Baum- und Strauchleeren Hochebenen gefahren. Das war also eine richtig spektakuläre Anfahrt hier für den nördlichsten HPC-Lader. Und wie sieht er aus? Er ist im Prinzip ein alter Bekannter. Zum einen, es hat wieder alles perfekt geklappt. Also bisher beim Laden via InCharge RFID-Karte läuft alles wie am Schnürchen. Ich fahre zum Lader hin, er ist frei. Ich stecke den CCS-Stecker ins Auto, wähle CCS aus, starte die Ladung und halte die RFID-Karte davor. Und innerhalb von wenigen Sekunden wird die Ladung freigeschaltet. Mehan ist ein kleines Fischerörtchen hier ganz im Norden Norwegens. Der Lader steht hier direkt am Hafen. Mehan hat auch einen Flughafen, der liegt hier in der Richtung. Ansonsten alles, was so ein schönes Fischerörtchen braucht. Im Winter ist es häufig abgeschlossen von der Außenwelt, denn die Straße über das menschenleere Hochland ist dann natürlich geschlossen. Gucken wir uns noch mal an, wo wir jetzt gerade hier sind. Mehan, 71 Grad, 4 Minuten. Honigswag, 71 Grad. Also dieser HPC-Lader ist wirklich der nördlichste auf dem ganzen Festland in Norwegen. Ich bin hier in Varangerbotten am nordöstlichsten Supercharger vom europäischen Festland. Wir sind hier ja so knapp 150 Kilometer von der russischen Grenze entfernt. Schauen wir uns mal an, wie dieser nordöstlichste Supercharger aussieht. Er ist in guter Gesellschaft. Hinten haben wir eine Tankstelle, aktuell SB-Betrieb. Und gleich unmittelbar haben wir hier den Supercharger. Wir stehen jetzt gerade an einem der drei V3-Stalls, also mit CCS-only. Und dieser Stall ist anhängerfreundlich, was natürlich sehr interessant ist für alle Gespannfahrer. Kann man einfach ranfahren, so seitlich, und den Anhänger angehängt lassen. Dann haben wir auf der anderen Seite noch zwei weitere Supercharger, wo man klassisch rückwärts ranfährt. Und wie man sieht, ist das ein Standort mit Zukunft, denn hier ist bereits das Fundament für den nächsten Schrank, so nenne ich ihn immer, vorgesehen. Ein Schrank versorgt 4 V3 Supercharger. Das heißt, aktuell können hier mit den Vorbereitungen 8 Supercharger hingebaut werden. Was ich sehr interessant finde, ist, dass auch hier in der unmittelbaren Nähe wieder der Hurtiglader ist von Vattenfall InCharge, der uns in den letzten Tagen hier die Fahrt im Norden ermöglicht hat. Das ist natürlich für alle anderen Elektroautofahrer, die nicht das Tesla Supercharger Netzwerk nutzen können, eine sehr gute Nachricht, denn hier kann man mit bis zu 175 kW CCS laden. Und auch hier haben wir natürlich wieder die Möglichkeit, am 50 kW Lader mit CHAdeMO und CCS zu laden und Typ 2 zweimal und dann hier den 175 kW Lader mit CCS und CHAdeMO. Also im Norden sieht man, hat sich viel getan, was die Elektromobilität angeht, und es wird in Zukunft hier also problemlos möglich sein, mit fast jedem Elektroauto im Norden unterwegs zu sein. Warum freut mich das so? Ich hatte es schon mal gesagt, weil wir jetzt nämlich hier wirklich im Nordosten unterwegs sein können. Bisher war nur in Kirkenes ein Triple Charger oder beziehungsweise zwei Triple Charger und sonst weit und breit kein schnellerer Lader. Insofern mussten wir 2017, als wir mit unserem BMW i3 94 Ampere Stunden unterwegs waren,
diesen ganzen Nordosten hier auslassen, weil das einfach viel zu aufwendig gewesen wäre, hier mit dem E-Auto zu fahren. Wir hätten hier dann viel auf Campingplätzen über Nacht am Haushaltsstrom laden müssen und das hätte einfach zeitlich nicht gepasst. Jetzt ist es möglich, also auch mit dem BMW i3 wären mittlerweile hier die nordöstlichsten Bereiche möglich zu erreichen, denn diese Hurtiglader von Vattenfall, die haben also tatsächlich so alle 80 bis 100 Kilometer einen Standort und dementsprechend kann man hier also problemlos mit fast jedem Elektroauto unterwegs sein. Ja, soweit hier vom nordöstlichsten Supercharger oder Ultraschnelllader Standort der Welt. Und ich freue mich drauf, wenn wir uns im nächsten Video wiedersehen. Ich hoffe, das Video hat dir gefallen. Wenn du Fragen, Anregungen, Kommentare, Korrekturen hast, schreib sie gerne unter das Video. Wenn du noch nicht mein Abonnent bist, kannst du das machen und meinen Kanal damit unterstützen. Klick hier auf das E-Auto und Point of Interest. Wichtig ist, stell die Benachrichtigung ein, denn dann kriegst du eine Info, wenn ein neues Video online ist. Und ich freue mich drauf, wenn wir uns in diesem Video wiedersehen. Also bis dann, dein Dirk Henningsen.